Runde 2 aus dem schönen Hamburg, ihr Tosa Mann. Hallo, ich bin Hannes, ich schreibe auch Gedichte und sowas. Mein Text heißt ganz normal. Ich habe ein Problem mit dem, was ich mache. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Guck dich um, mach einfach weiter, wie wir alle. Nein, ich glaube, das ist falsch. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Das wird sich lohnen, und zwar bald. Nein, ich kann das nicht mehr. Dieser scheiß Job, dieser scheiß Stress, diese ganze scheiß Arbeit, ein Leben mit Tyrannei. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal und sowieso schon fast vorbei. Und so wandern wir Tag um Tag um Tag durch grau bemalte Fassaden, die eigentlich bunt sein sollten. Riechen und schmecken, atmen, beißen scharfe, fast ätzende Luft, die eigentlich frisch und mild sein sollte. Halten uns die Ohren zu und verschließen die Augen vor der hässlichen, dröhnenden Fratze der Welt und uns selbst und glauben an nichts mehr von dem, was wir eigentlich wollten. Wir haben uns dieses Mal schon echt heftig gestritten. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Kauf ihr Blumen und Pralinen, sag ihr das nächste Mal, sie sei kein Flittchen. Nein. Ich habe Angst, okay? Mein Leben wie bisher, das existiert dann nicht mehr. Ich bin noch nicht bereit, nein, ich bin noch nicht so weit. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal, der übliche Stress vor der Hochzeit. Nein, nein, pass auf. Ich habe sie belogen, betrogen und verarscht. Ich will sie nie wieder sehen. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Ihr solltet einfach zu einer Paartherapie gehen. Und so treffen wir uns auf halber Strecke. Und teilen uns den Restweg, der eigentlich in zwei Richtungen verlaufen sollte. Treffen per Handschlag halb ausgedachte Kompromissideen, die eigentlich Entscheidungen sein sollten. Gestehen uns nicht ein, dass das entstandene Leid so viel größer als das geteilte ist und glauben an nichts mehr von dem, was wir eigentlich wollten. Mir geht's echt nicht so gut, ich bin irgendwie traurig. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Wer ist das in deinem Alter, meine ich? Nein, das ist anders. Es ist alles nur noch dunkel, schwarz und verdammt trist. Ich sehe keinen silbernen Streifen am Horizont. Ich sehe keinen scheiß Regenbogen. Ach was, ich sehe gar keine Farbe. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Die hat jeder so eine Phase. Nein, nein, pass auf, ich denke, ich spiele mit dem Gedanken, mir etwas anzutun. Ey, keine Angst, Mann, das ist ganz normal. Und so predigen wir Normalität. Doch befinden uns während unseres gesamten Lebens, unserer gesamten Lebenszeit im unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Und keiner weiß, was normal eigentlich heißt. Wir bleiben klein, weil wir nicht dran denken, wie groß wir sein können. Folgen Anweisungen, weil es sicher ist, und lassen unser Handeln einschränken. Wir bleiben stehen, weil wir nicht wissen, ob die Erfahrungen es wert sind, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen und hören ganz einfach auf zu entdecken. Wir bleiben am Boden, weil Menschen ja gar nicht fliegen können. An dieser Stelle Grüße an meine Homies, die Gebrüder Wright. Ihr habt es erkannt, es gibt so viel mehr zwischen normal und krank. So viel mehr zwischen kenne ich nicht, mag ich nicht und Hand in Hand. So viel mehr zwischen ich bleib immer ich und du bist voll der Hurensohn geworden. So viel mehr zwischen ich bin so extrovertiert und ich lasse all meinen Schmerz im Verborgenen. Es gibt so viel mehr zwischen Kommerz und Indie. So viel mehr zwischen geistig stabil und behindi. So viel mehr zwischen Steine schmeißen und keine Meinung vertreten. Ja, es gibt so viel mehr als eine Definition von Leben. Vielen Dank. Wir bei Feierabend und Herren kommen zur zweiten Stelle Runde 2. Alles war's.